Hast du schon einmal von klimaneutralem Streaming gehört? Video-Streaming-Apps werden immer beliebter, egal ob auf dem Smartphone unterwegs oder auf dem Fernseher im eigenen Wohnzimmer. Nach aktuellen Schätzungen verbraucht Video-Streaming weltweit rund 200 Milliarden Kilowattstunden Strom, Tendenz steigend. Das ist ungefähr so viel, wie die Privathaushalte der Länder Deutschland, Polen und Italien zusammen verbrauchen. Die Server für Streaming-Dienste stehen in sogenannten Rechenzentren und laufen rund um die Uhr. Immer mehr Endgeräte greifen auf immer mehr Dienste zu. Dabei verbrauchen die meisten Rechenzentren Strom aus konventionellen Energiequellen, also aus Atomkraft, Kohle oder Gas. Das ist nicht nur altmodisch, sondern es entsteht auch jede Menge klimaschädliches CO2. Gemeinsam mit dem Paderborner Windparkbetreiber Westfalenwind sorgt Zattoo dafür, dass Streaming künftig klimaneutral ist. Mit dem Projekt windCORES bringt Zattoo sein Rechenzentrum direkt in eine Windkraftanlage. Das ist eine echte Innovation und weltweit einmalig. Zattoo nutzt also nicht nur Ökostrom aus Windenergie. Künftig laufen sogar die Daten des TV-Streaming-Anbieters über dieses Windrad. Dabei wird der saubere Strom direkt dort verbraucht, wo er entsteht. Das ist eine energieeffiziente Methode, um klimaneutrales Streaming zu ermöglichen. Das ist gut fürs Gewissen und fürs Klima. Beim Streaming von Videoinhalten wird sehr viel Strom verbraucht. Im herkömmlichen Rechenzentrum verursacht das natürlich sehr viel klimaschädliches CO2. Wir wollen aber das Fernsehen der Zukunft gestalten und das ist für uns ganz klar klimaneutral. Mit dem Rechenzentrum hier in diesem Windkraftrad ist uns das tatsächlich gelungen. Für das Projekt windCORES wurde Westfalenwind 2019 mit dem Deutschen Rechenzentrumspreis ausgezeichnet. Im Jahresmittel verursacht jeder Deutsche einen CO2-Ausstoß von etwa 8 Tonnen. Um den Klimawandel aber aufzuhalten, darf es maximal eine Tonne sein. Diese wird aber laut Statistik zum Großteil schon durch Internetkonsum aufgebraucht. Dieses Problem haben wir erkannt und mit unserem windCORES-Konzept eine Lösung entwickelt. Eine Windkraftanlage ist der perfekte Ort für ein Rechenzentrum. Es gibt genügend Platz und die passende Infrastruktur. Und das Beste ist, der saubere Strom kommt direkt von oben. So macht Zattoo zusammen mit windCORES klimaneutrales Streaming möglich. Zusammen für eine nachhaltige Zukunft.